Hen Masolski presents a single player mod for Half-Life 2 Episode 2. Same as it always was, isn't it? The mind just keeps sending you back again. It's interesting how you can find comfort in any familiar situation, even a familiar nightmare. Wake up. It's time for the real nightmare to begin. Nightmare House 2 oder 2. Je nachdem, ob du Englisch bist oder nicht. So, und wir wachen hier erstmal in der Gummizelle auf und damit hallo und herzlich willkommen im Schauerland zu einem neuen Teil von Half-Life 2 oder der Half-Life 2 Mod Nightmare House 2, so viele Zweien überall im Namen. Da kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Wir haben ja im letzten Let's Play in dieser Serie den ersten Part gespielt, also das Remake vom ersten Part, und das ist jetzt das eigentliche Hauptspiel. Und wir wachen hier in einer Gummizelle auf. Ja. Wie gesagt, passiert mir auch immer am Wochenende, habe ich das schon gesagt. Sonntags nach einer wilden Nacht. Oh, aber so sieht es dann meistens nicht aus. Meistens kann ich dann wieder nach Hause von den Cops. Und wir sind in einer Art Irrenanstalt. Es sieht aber schon ein bisschen runtergekommen aus. Hier. Gut, unsere Freunde. Hier kommt man nicht zum Ausreden. Security alert. Area under lockdown. Please remain calm and wait for further assistance. Ja. Hier kommt man nicht zum Ausreden bei diesem Spiel. Was sollte ich sagen? Unsere Freundin aus dem ersten Teil oder dem ersten Part ist auch wieder da. Das macht natürlich alles Sinn. Ich hoffe, dass die Jumpscares nicht allzu schlimm sein werden hier. So, da sitzt noch einer, der hat Pause. Vielleicht ist es aber auch nur die leere Hülle. Wie kommt das hier hin? Gut, dann wollen wir mal sehen, was der Level-Designer so vorhat mit uns. Ja, es gibt leider einige Probleme mit dem Spiel. Wie man sieht. Der Teufel sitzt im Detail. Ich hoffe, das trübt jetzt nicht allzu sehr die Stimmung. Aber diese Modifikation ist ja leider nicht mehr für das, ganz offiziell, für die aktuelle Version von Half-Life. So, ich glaube, hier liegt eine Taschenlampe. Check. Okay. Und again, I have a light in the dark. Achso, erstmal Schalter drücken hier wahrscheinlich. Security alert rescinded. Lockdown removed. Gut gemacht, super. So. Jetzt gucken wir mal hier. Hello? Ah. Can you hear me? Yes, I'm talking to you. Look, if you want to get out of here, then do exactly as I say. I know you have a lot of questions, but for now it's absolutely vital that you get here as quickly as you can. First, we're going to need to get you armed. Head to the cafeteria, then to the kitchen. You'll find a surprise waiting for you there. You'll need it. In the kitchen? War da was? Ich hab doch was gehört. Okay, wir holen uns erstmal ein bisschen was zu essen ab. A surprise in the kitchen. Obwohl, er hat ja... Alter, dieses Spiel. Muss ich daher? Wo ist die Kitchen? Achso, wir haben ja gerade das Tor wieder aufgemacht. Ich werde hier nicht ohne Taschenlampe... Ich werde hier nicht ohne Taschenlampe hergehen. Lag das schon vorher da? Hallo? Security alert. Patient leaving cell block without escort. Security and medical staff proceed to the cell detention area immediately. Gehe ich jetzt ins Klo rein? Ist so dunkel. Ah, noch einer mit hartem Stuhlgang. Was war da? Ein Schuh! Ich hatte Angst vor einem Schuh.
Okay, wo ist die verdammte Cafeteria? Entschuldigen Sie. Können Sie mir sagen, wo die Cafeteria ist? Jemand sollte ein Schild aufhängen hier. Okay. Da kommen wir nicht durch. Das wäre auch zu einfach gewesen. Warum gibt es denn hier zwei Türen? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Hallo? Ich soll ein Geschenk abholen? Er hat ja gesagt, in die Kitchen. AOK-Shopper gibt's auch hier. Alles klar. Oh! Du armer Teufel. Ah, der ist aber noch saftig. Was zum Teufel wurde denn hier gekocht, verdammt nochmal? Oh, oh, Minecraft, hier, Ofen. Ne? Ich will ein bisschen Kohle herstellen. Oh! Das ist aber ein böser Koch. Böser Koch. Ah! Er zuckt noch. Haut ihn kaputt, er zuckt noch. Okay, jetzt seht ihr die Qualität dieser Jumpscares etc. Schockmomente in diesem Spiel. Und das geht jetzt die ganze liebe Zeit so weiter. Toll. Ich hab immer den Zwang, mich umzudrehen, wenn sowas ist. Wo muss ich denn jetzt her? Ach so, warte. Nee, da hinten war doch irgendwo... Genau. Ja, jetzt schon wieder meine Taschenlampe leer. Ein Glück, lädt die sich von selber auf. So, hier kommt man jetzt nicht mehr durch. Das ist natürlich nicht so schön. Aber wir haben ja unser Hackebeil. Und da fällt alles in sich zusammen. Überall Blut. Können wir telefonieren? Hallo? Taxi? Was haben wir denn? Oh, ein neuer... Sag mir was. I see you found my axe. God knows how it found its way out here, but you should consider it a blessing. You have no idea how much you're going to need it. Oh, things have gotten pretty ugly here. I wish we could continue this pleasant conversation, but you better keep moving. I'm unlocking the doors for you. Alles klar. Er scheint uns freundlich gesinnt. Aber da wir uns in einem Albtraum befinden, kann es natürlich auch ein Trick sein. Wie heißt nochmal das Mädchen von 4? Die erinnert mich daran, aber ich habe 4 schon so lange nicht mehr gespielt. Ist vielleicht ideal, um... So, die Taschenlampe raus. Ideal, um auch mal ein Let's Play rauszumachen. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Hier rüber? Nee. Vielleicht bin ich auch falsch hier. Ah, da ist zumindest verriegelt. Da könnte man vielleicht auch hin. Aber wenn hier schon so eine Leiter platziert wurde... Hm? Muss ich da oben hin? Ah! Ah, okay, alles klar. Na, das kann ja witzig werden. Ich und meine Springkünste, ey. Sagen erst da drauf. Okay. Da ist dann natürlich zu. Warte mal. Dann müssen wir. Ah, warte mal. Wir müssen das rüberschieben. Klar! Wir sind ja hier auch bei Half-Life. Kisten schieben. Okay. Ich war einfach nur zu doof für dieses Rätsel. Und dann geht's auch schon weiter in einen dunklen Schacht. Taschenlampe aus. Das Blöde ist, man kann nicht rennen, wenn man kniet. Was ja irgendwie auch logisch ist. Das würde ein bisschen komisch aussehen. Ja. Zum Glück lädt die schnell wieder auf, wie man unten an den Balken sehen kann. Alles gut. This is a security checkpoint. An inspection is required to proceed past this area. Please remain calm and await the nearby security staff. This is a standard procedure. Okay. Ein Glück sind wir hier gelandet. Haben wir ja gerade noch gesehen, diesen Ort. Aber überall dieses Blut. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll.
weiß nicht. Ich komme in Rage, ich muss alles kaputt machen hier. Oh, den Schalter habe ich doch glatt übersehen. Okay. Aber wir sind frei. Wir können weiter. Da sieht's auch nett aus. Vermutlich müssen wir da... Ach ja, wir müssen da rein. Oder? Sind wir von da gekommen? Mensch, hier hätte auch mal einer aufräumen können. In case of emergency, break glass. Oh! Ah! Eine Waffe! Natürlich ist die Tür zu. Was nun? Ah! Are you picking this up? Good. First, allow me to introduce myself. My name is Dr. Romero, and like you, I'm stuck in this hellhole. Romero. There's been complications, and as a result, we're cut off. It's just you and I here, all alone, in a manner of speaking. Good news is, I've heard that they're sending him. Oh. God damn it, I'm losing you. Look, I'll explain everything when you get to me. I'm unlocking the elevator doors for you. Just keep advancing. Okay. Hallo. Oh. Du hilfst mir? Das finde ich aber nett von dir. Wir können Freunde sein. Wirklich. Freunde. Axtfreunde. Okay, der Typ kriegt keine vernünftige Übertragung hin, aber er kann die Fahrstühle fernsteuern. Respekt, Respekt.